Hallo und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Trüberbrook. Wir haben, glaube ich, was vor. Oh ja. Ich glaube, es geht da oben weiter. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist so lang her, ne? Oh, guck mal, da ist Klaus. Also, der Fuchs, der jetzt Klaus ist. War denn nicht vorher schon Klaus? Achso, du glaubst, das war da. Das ist natürlich möglich. Ah, okay. Zwischensequenz. Ha, du bist wirklich ein Tollpatsch. Wir sehen uns oben, falls du einen Weg findest. Bis später. Kapitel 2. Paradiso. Wo auch immer das ist. Ich bin mal gespannt, wo wir rauskommen. Hallo? Gut, damit habe ich jetzt ja, nicht der ist gerechnet. Doch gerade abgestürzt. Ja, da hätte er auf dem Boden aufkommen können. Ja, ist er bestimmt auch. Faszinierend. Finde ich auch sehr faszinierend, tatsächlich. Ich vermute, er ist auf dem Boden aufgekommen und ist ohnmächtig. Ah. Halsumfang 39 cm. Herzfrequenz 66 regelmäßig. Bömi! Verwahrloster, aber stabiler Allgemeinzustand. Vigilanz gemindert, Patient suporös. Ja, Stimmung nicht schwingungsfähig. Hautkolorit livide. Reduzierter Ernährungszustand. Muskulatur kommt nur schemenhaft zur Darstellung. Fasthorax, deutlich ausgeprägte Trichterbrust. Rosinenfarbiger Knoten, beidseitig, medioklavikular im Bereich des vierten ICR. Marfanoider Habitus, Arachnodactylie. Untere Extremität atrophiert. Enorme Kyphose. Extremitäten seitengleich eingeschränkt, beweglich mit verringertem Muskeltonus. Muskeleigenreflexe mittellebhaft. Finger-Nase-Versuch unauffällig. Bauch weich, keine Resistenzen. Überlebhafte Darmgeräusche. Lebhafte Darmperistaltik. Abgeschwächtes Atemgeräusch, rechts basal. Rasselgeräusche über beide Lungen. Gespaltener zweiter Herzton. Nasal betonte Akromegalie. Karottenförmiger Tumor im Gesicht. Ramiges Sekret nasal. Zunge weicht nach links ab. Desolater okay. Zahnstatus. Also man kann nebenher Pupillen was tun. Beidseitig, rund und mittelweit. Die Frage ist, wie lange haben die das durchgezogen, sehr der Aufnahme? Beidseitig. Wie lange hat Bömi da im Studio gestanden dafür? Ich glaube, der kann das ganz lange. Ich glaube, du kannst nur ihn anklicken, den. Beidseitig verzögert, ist richtig, aber ich finde das gerade interessant, tatsächlich. Wir haben es auch noch nichts zweimal gehört. Ach doch, guck mal, jetzt mal einen Halsumfang. Da waren wir schon. Herzfrequenz 66 regelmäßig. Verwahrloster, aber stabiler Allgemeinzustand. Vigilanz gemindert. Wir kommen hoch, wir schaffen das. Hopp. Hyperreflexie, Stimmung agitiert. Status des Patienten ungeklärt. Du, jetzt guck uns doch mal an, Mensch, hallo. Patient bei Bewusstsein und ansprechbar. Hat der auch so ein komisches Diktiergerät? Wo bin ich hier? Patient zu allen 42 Qualitäten nicht klar orientiert. Alter. Stimmt, in diesem Sanatorium da. Stellen. Wie fühlen Sie sich? Okay, jetzt erstmal wieder Ruhe auf dem Ohr. Das ist schon mal ganz beruhigend. Das war etwas anstrengend. Ein bisschen durcheinander vielleicht, oder? Oder wer sind Sie? Das ist vielleicht die bessere Frage. Ja gut, das ist vielleicht nicht Nein. so eine gute Idee. Aua. Wer sind Sie? Mein Name ist Hans. Ah, so, da sagt tatsächlich was. Was machen Sie hier? Eigentlich wollte ich ja Urlaub machen. Ja. Eigentlich wollte ich ja Urlaub machen.
Falls bekannt, wo wurden Sie geboren bzw. zusammengesetzt? Zusammengesetzt? Ich komme aus den Staaten. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ich bin nicht von hier. Ich komme von sehr weit weg. Hatten Sie schon mal ein Déjà-vu? Ja, das Unterste. Davon, dass ich Ihre Frage schon wieder nicht verstehe. Abgesehen davon, dass ich Ihre Frage schon wieder nicht verstehe. Hatten Sie jemals eine außerkörperliche Erfahrung? Außerkörperlich? Sie haben gleich eine außerkörperliche Erfahrung, Freundchen. Interessant. Bitte halten Sie sich für weitere Untersuchungen bereit. Alter, das ist Hören Sie mir eigentlich zu? Bevor nicht einwandfrei geklärt ist, ob Sie hier hingehören, kann ich Sie leider nicht gehen lassen. Auch zu Ihrer eigenen Sicherheit. Wenn Sie bereit sind für eine weitere Untersuchung, klopfen Sie einfach laut und deutlich an die Tür, dann hole ich Sie ab. Status des Patienten weiterhin ungeklärt. Alter. Er ist ja richtig nervig, der Typ. Fumselig. Der läuft wie ein Robo. Herr Dr. Römmler, ich bitte Sie. Okay. Wir sind jetzt... Man hat mich all meiner Utensilien beraubt und in ein kleines Zimmer gesperrt. Ich habe bereits protestiert, jedoch ohne Erfolg. Wo bin ich hier nur hineingeraten? Ein entspannter Urlaub sieht jedenfalls anders aus. Ja gut, du hast ein Bett. Also, ich würde mich da jetzt nicht beschweren. Ja, aber das Blut auf dem Boden und... Ach, das kann man tatsächlich auch anklicken. Fangen wir da mal... Erstmal Handy laden, oder? Ja. Würde ich sagen, gut, das ist jetzt nicht so... Gut, da kommen wir vielleicht später raus. Ja gut, einfach mal gucken, ne? Brauchen noch nicht rauskrabbeln. Ich spüre einen leichten Luftzug. Okay. Vielleicht kann ich mich hindurchzwängen. Ja, ich glaube eher, du bist krank, wenn du den Luftzug spürst. Das ist gar nicht gut. Du zieh dir mal dein Jäckchen, du. Das ist jetzt wichtig. Oh, guck mal, es wird 3D. Irgendwie menschliches Anatomiemodell. Irgendwie menschlich. Hey, Kumpel. Okay, psychischer Zustand. Warum? Was hat er damit? Jetzt ist halt... Ach, witzig. Jetzt legt er den so ins Bett. Ah. Okay, ich habe schon mal ein Rätsel gelöst, von dem ich noch gar nicht wusste, dass ich es... Also klopfe ich wahrscheinlich an, dann geht er raus. Ja, dann. Auf die Klappe. Genau. Sag aber wahrscheinlich dann. Auf die? Ja. Nein, auf die Klappe. Ach so. Vielleicht kann ich... Ein Sicherungskasten. Die Tür hängt aus den Angeln. Weil bei dem Licht sieht er das ja trotzdem. Musst du ihn ans Licht doch ausmachen nachher. Ah. Ja gut, aber ich würde jetzt erstmal ganz rein in den Raum hier. Durchgebracht. Gut, da kann man jetzt also nicht so viel tun. Gut, wir gucken jetzt erstmal ein bisschen weiter. Also mal hier rein. Erstmal ein bisschen den neuen Level erkunden hier. Verschlossen. Da hilft auch keine Gewalt. Oh, das ist natürlich tragisch. Das würde ich mich trotzdem mal dafür interessieren. Mit der Hygiene sieht man es hier wohl nicht so eng. Hygiene. Möchte also, nicht wissen, was hier passiert ist. Ja gut, vielleicht war es auch was ganz Natürliches. Ohne Leiter? Ja nu, aber wohin damit? Aber das machen wir mal erstmal hier, ne? Können jetzt hier duschen. Igitt, überall Schimmel. Da hilft nur ordentlich Chlor. Ja, es sieht auch voll wie so ein Kellerloch aus. Mega. Völlig verkalkt. Erinnert mich an meine Zeit im Wohnheim. Ach ja. Kein Wasserdruck. Oder verstopft. Ach, kann er sich nicht mehr... Das finde ich jetzt aber... Du, dann hätte ich mir das aber anderswo... Also Zimmerrezension ist, würde ich sagen, kritisch. Ja, gut, dann können wir aber schon mal hier, ne? Das ist jetzt ja... Mehr haben wir jetzt mit ja eigentlich Leiter nicht. Könnte ich hoch zum Schacht. Ist richtig, ja. So würde ich das auch verstehen. So. Und... Ah, nicht ausrutsche. Ich hatte schon Angst. Ich aber auch. Vor allem, der ist ja so wirklich ganz... provokativ drüber gelaufen. So, hoch, ne? Aber warum haben die den hier also... Ich bräuchte schon ein Spezialwerkzeug, um diese winzigen Schrauben zu lösen. Ich habe nicht Angst gekriegt, oder? Tatsache, da haben wir uns auch noch was stehen. Eigentlich machen wir halt nicht. Ja, das ist natürlich nur gut, wir könnten klopfen, dann kommt er ja rein. Es hieß ja, wir können klopfen, dann kommt eine weitere Untersuchung. So. Was vielleicht dämlich ist, wenn hier der... Er muss sich in der Dusche verstecken. Sind Sie bereit für weitere Tests? Lassen Sie mich gehen. Erst die Tests. Ja, also... Ich müsste mal auf die Toilette. Will aber... Kann er nicht mehr erstmal Tests machen?
Ja gut, ich muss aufs Klo. Ich müsste mal auf die Toilette. Vergessen Sie's. Nee, ich glaube, ich will diese Tests lieber nicht sehen. Ich werde auf den Kindermodus schalten müssen. Sind Sie bereit für weitere Tests? Ja, aber da würdest du es ja trotzdem... Lassen Sie mich gehen. Ja, aber glaub, die Tests. Genau, ich glaube, wir müssen halt auf Jana mit hier reinkommen. Also wir müssen, glaube ich, irgendwie hier reinlocken. Wenn ich jetzt wahrscheinlich das ich hier drücke. Ich weigere mich, an Ihren Tests teilzunehmen. Wie Sie meinen. Ich kann Sie ja nicht zwingen. Oder doch? Ja, dann macht er wieder zu und geht halt wieder. Also ich vermute, er muss halt hier rein. Ach komm, wir haben noch einen Duschkopf. Den habe ich ganz übersehen. Sieht rostig aus. Ja, es ist rustisch. Ist das jetzt unser... Eine Münze. Sie ist aus dem Duschkopf gefallen. Jetzt könnte man natürlich das Fernrohr gucken. Dank einer kosmischen Fügung ist sie direkt in meinem Inventar gelandet. Ah. Die Vorzüge des Kapitalismus. Ja, ja, natürlich. Münze, das ist natürlich jetzt für... Ein sehr filigranes Werkzeug, würde ich sagen. Kommen wir vielleicht auch ohne Tests hier raus. Also, okay, wenn wir es also vorher probiert hätten, ohne das da hinzulegen, dann hätte er reingeguckt, hätte gesehen, wir sind nicht da und dann wäre er reingeguckt. Okay, gut. Heißt, wir haben zumindest schon mal alles richtig gemacht. Darf ich da jetzt durch oder habe ich jetzt das Gitter? Keine Ahnung. Kannst die Leiter quasi benutzen. Tschüssi. Okay, wir kommen ohne Tests hier raus. Ja, Sanatorium. Das ist dieses Sanatorium, was diese komischen, was die Frau in Kapitel 1 gesagt hat. Nein, im Prolog gesagt hat, dass sie da so ein komisches Sanatorium aufgekauft haben. Beim Bergwerk. Diese komischen Fremden. Und dass sie das Sanatorium danach noch benutzt haben. Ich habe keine Ahnung. Gut, dass ich jemand habe, der... Wo laufen wir denn über? Ach, wir sind der Typ da oben. Bleib mal da oben. Ich werde mal hier gucken. Da geht es zur Verwaltung. Ja, ne, man kann ja mal, ne, so einfach mal. Einfach just for fun. Ist eh niemand, aber schick. Fancy. Also ich würde. Ist es deren Ernst? Ja. Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Walkthrough Trüberburg, komplette Lösung. Kann man nicht rausnehmen, über die richtige Lagerung von Lebensmitteln in Gefriertruhen. Oder kann man Brot einfrieren? So. Why people, was? Electing Committee. Komm. Ja. Ja, Tatsache. Frage ich mich auch. Dreiköpfige Affen fangen leicht gemacht. Mein Farbfernseher und ich. Regentropfi. Wo war Regentropfi? Wo war Regentropfi? Keine Ahnung. Es sind so viele Bücher. Ah doch, aber die sind tatsächlich immer die gleichen. Ich habe schon gedacht, das sind irgendwie, es ist random, aber es ist tatsächlich, jedes hat sein eigenes, Writers Guild of Trüberbrook. Okay. Zumindest immer hier, das ist eine Buchreihe anscheinend. Okay, ich glaube aber nicht, dass wir hier... Klatsch und Tratsch, moderne trüberbrooksche Pressekonzepte. Ah, aber es ist schon... Guck mal, probier's mal mit Gemütlichkeit. Ja, ja. Ich finde sowas voll spannend, das tut mir echt leid. Gut, machen wir hier mal, ne? Röntgenstrahlung, Wunder der Physik. Ja, guck mal hier, unser Physik-Doktorchen, ne? Das ist natürlich sinnvoll, das bringt uns jetzt natürlich weiter. Ein Plan für einen Quantendiskriminator. Nie gehört. Warte Dabei mal. Bin ich doch Quantenphysiker. Ich schalte das mal wieder aus, sonst denken die noch irgendwie, ne? So, besser. So fühle ich mich wohler. Zeitreisen, warum dieses Buch nicht früher erschien. Das so, wenn das Buch so aber echt so explizit ist, dann klick's doch mal an. Ach so. Okay, was haben wir hier ein bisschen... Gucken wir mal ein bisschen weiter hier. Guck mal, ist ein Grill... Cool. Ein schöner Ausblick. Aber trotzdem würde ich hier gerne weg. Ja, das ist schon ein sehr seltsames. Kann ich mit dem Grill interagieren? Ich packe sie mal ein. Zur Not kann man immer noch einen Hut daraus machen. Was ist sie? Ach, Alufu. Ein Aluhut. Aluhut. Keine Kohle, keine Streichhölzer. Ja, gut, dann steht ja natürlich nur zur Deko da. Gut, was haben wir hier noch Schönes? Einfach mal ein bisschen Rumspektakel. Ein Aquarium mit. Blutegel. Ah.
Nein, ich wollte es nicht wegklicken. Ich habe gedacht, er wäre fertig. Guten Appetit. Guck mal, wir können nochmal eine Zeitung lesen, wenn wir wollen. Das machen wir erstmal hier. Faszinierend. Ja, faszinierend. Sehe ich auch so. Können wir auch nicht angrabbeln. Guck mal die Zeitung an. Genau, da können wir nochmal ein bisschen hier